Hubert Fuchs, der Budget- und Finanzsprecher der FPÖ, ist nun an Bord. Herr Finanzminister, also das Motto Ihrer heutigen Rede lautet: aus Verantwortung für morgen, sicher in die Zukunft. In Wirklichkeit ist dieses Budget ein Manifest der Verantwortungslosigkeit, als gäbe es kein Morgen. Und die sichere Zukunft wird von dieser Bundesregierung durch eine grundfalsche Krisenpolitik verspielt. Die Defizit- und Schuldenpolitik dieser schwarz-grünen Bundesregierung wird auch 2023 konsequent fortgesetzt. Das Geld ist abgeschafft und wir haben eine Rekordinflation, wir haben Rekordschulden und wir haben auch ein massives Defizit von 17 Milliarden Euro, welches mit Sicherheit nicht halten wird. Und so wie bereits in den Vorjahren wird Österreich auch 2023 die Maastricht-Kriterien nicht einhalten können. Auch 2026 werden wir die Maastricht-Kriterien nicht einhalten können. Und da wundert es mich schon, Herr Finanzminister, wenn Sie sagen, Sie wollen eine mahnende Stimme innerhalb der Europäischen Union sein, wo wir selbst nicht einmal in der Nähe der Erfüllung dieser Kriterien kommen. Da ist es auch kein Wunder, dass der Ratingausblick von der Agentur Fitch letzte Woche von stabil auf negativ gesenkt wurde. Und damit drohen Österreich natürlich eine Herabstufung und in der Folge auch teure Kredite. Die wirtschaftsfeindliche Corona-Politik, welche die Wirtschaft massiv und nachhaltig beschädigt hat, ist nahtlos übergegangen in eine unvernünftige Sanktionspolitik, die zwar keinerlei Auswirkungen auf den Krieg hat, dafür aber eine Energiekrise verursacht hat, welche die Teuerung massiv anheizt und damit den Wohlstand und die Wirtschaft in Österreich vernichtet. Die Sanktionen sind der Todesstoß für die Wirtschaft in Österreich und in Europa und gefährden unseren sozialen Frieden. Durch diese österreichfeindliche Politik der ökonomischen Unvernunft wird sich das Budgetdefizit des Bundes auch in den Folgejahren massiv negativ entwickeln, zulasten der Österreicher. Bedauerlicher sei, befasst sich diese Bundesregierung nur mit den Folgen der Krise, aber nicht mit den Ursachen der Krise. Die budgetäre Situation wird immer schlimmer, wenn diese Bundesregierung nur Geld verteilt und nicht die Ursachen bekämpft. Diese Politik der Unvernunft zeigt sich auch darin, dass die Bundesregierung in Zeiten der Rekordinflation seit 1. Oktober 2022 die Spritpreise durch Einführung der CO2-Strafsteuer noch weiter verteuert hat und damit die Inflation anheizt. Als Ausgleich gibt es natürlich auch etwas, und zwar den Klimabonus für Asylwerber und Gefängnisinsassen. Da kann man nur den Kopf schütteln. Und Frau Kollegin, wenn Sie hier sagen, wir haben zugestimmt, wir haben in der letzten Plenarsitzung einen Antrag eingebracht, wo wir diese Fehlentwicklung korrigieren, und wer hat dagegen gestimmt? Alle außer der ÖVP, Entschuldigung, FPÖ. Nun zur kalten Progression. Die FPÖ hat bereits vor mehr als 26 Jahren, und zwar im Jänner 1996, einen Antrag auf Abschaffung der kalten Progression eingebracht. Damals stimmte sowohl die ÖVP als auch die SPÖ und die Grünen noch gegen die Abschaffung der kalten Progression. Die Abschaffung der kalten Progression war auch im schwarz-blauen Regierungsprogramm enthalten und wir werden daher diesem Gesetz auch heute unsere Zustimmung erteilen, obwohl es gravierende Mängel aufweist, auf die ich in der Folge eingehen möchte. Laut den Gesetzesmaterialien soll mit dem Gesetz der Einkommensteuertarif an die Inflationsrate angepasst werden. Und genau das ist leider nicht der Fall.
Wir haben derzeit mit 10,5% die höchste Inflationsrate seit Juli 1952 und die Tendenz ist stark steigend. Trotz dieser zweistelligen Rekordinflationsrate wird aber der Einkommensteuertarif für das Jahr 2023 lediglich einstellig angepasst, und zwar um 3,46% und für die beiden untersten Tarifstufen um 6,3%. Der im Gesetz vorgesehene zeitversetzte Anpassungsmechanismus funktioniert lediglich in Zeiten der normalen Inflation, aber nicht in Zeiten einer Rekordinflation. Der richtige Weg wäre gewesen, bereits jetzt zumindest für 2023 und 2024 eine 10-prozentige Anpassung des Einkommensteuertarifs vorzunehmen. In Zeiten wie diesen brauchen die Österreicher eine sofortige und inflationsgerechte Entlastung und nicht eine zeitversetzte Entlastung. Das wäre auch fair und ehrlich gegenüber den Österreichern gewesen. In diesem Zusammenhang hätte man auch die für 2023 und 2024 unterjährig vorgesehenen Steuerabsenkungen auf den 01.01.2023 vorziehen können. Die kalte Progression wird jährlich zu 2/3 automatisch angeglichen und das ist auch gut so. Problematisch ist aber der Ausgleich für das verbleibende Drittel, wo kein automatischer Ausgleich stattfindet. Für die Verteilung dieses verbleibenden Drittels ist ein sehr komplexes Prozedere vorgesehen mit Progressionsbericht, Ministerratsbeschluss und entsprechenden Gesetzesvorschlägen. Einfacher wäre es gewesen, wenn man auch hier direkt auf die veröffentlichten Jahresinflationsraten Bezug genommen hätte, wie beim automatischen Ausgleich der 2/3. Sehr problematisch sehe ich auch die Verwendung des verbleibenden Drittels ab dem Jahr 2024. Hier besteht das große Risiko, dass dieses Drittel in Zukunft zweckentfremdet werden wird. Und die FPÖ wird da ein wachsames Auge drauf werfen. Bedauerlicherweise wurden zahlreiche Beträge des Einkommensteuergesetzes nicht an die Inflation angepasst. Hier geht es nicht nur um Entlastung, sondern vielfach auch um Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung des Steuerrechts, wie zum Beispiel die Umsatzgrenze oder die Höchstbeträge für das Pauschale der Betriebsausgabenpauschalierer, wo es im Ausschuss noch geheißen hat, man wird sich das anschauen. Das wäre auch gerecht gewesen gegenüber den kleinen Selbstständigen und den kleinen Gewerbetreibenden, die hier benachteiligt werden, weil bei den Land- und Forstwirten wird die Einheitswertgrenze sehr wohl massiv angehoben, was wir auch befürworten, aber wir hätten hier auch eine Gleichberechtigung für die Kleinunternehmer uns erhofft. Zweites Beispiel, Werbungskostenpauschale durch eine schlichte Anhebung auf 300 Euro hätte man hier 60.000 Arbeitnehmern die Arbeitnehmerveranlagung erspart. Das amtliche Kilometergeld ist seit 01.07.2008 seit mehr als 14 Jahren nicht erhöht worden, was an Betracht der CO2-Steuer ein Skandal ist. Und auch das Pendlerpauschale wurde seit dem 01.01.2011 abgesehen von der befristeten Erhöhung, nie erhöht. Der Clubobmann der ÖVP hat selbst eine Anhebung des Kilometergelds gefordert. Offenbar ist er damit nicht durchgedrungen. Letzten Endes ist dieses Gesetz jedoch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wie schon gesagt, wir werden diesem Gesetz zustimmen, aber man kann ja noch besser werden. Und daher darf ich folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Fuchs und weiterer Abgeordneter betreffend Optimierungsbedarf bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der kalten Progression einbringen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen werden aufgefordert, die Maßnahmen zur Abschaffung der kalten Progression
zu optimieren und unter anderem umgehend folgende Maßnahmen gesetzlich sicherzustellen. Erstens Festlegung einer realistischen Inflationsrate, in die auch die Wirtschaftsentwicklung und Prognosen der jeweils kommenden 12 Monate Berücksichtigung finden. Zweitens automatische Anpassung von 100% der auszugleichenden Inflation. Und drittens Anpassung sämtlicher Beträge des Einkommensteuergesetzes an die Inflation. Vielen herzlichen Dank. Die FPÖ wird also der Absage von der kalten Progression zustimmen. Hubert Fuchs nennt die Budgetrede des Finanzministers ein Manifest der Verantwortungslosigkeit und sagt, die Sanktionen gegen Russland sind der Todesstoß für Österreich und Europa.